Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben vor uns liegen, nach längerer Debatte, nach längerer Beratung, insbesondere auch nach einer intensiven Vorarbeit aus der Enquetekommission dieses Landtags, nun ein Wohnungsaufsichtsgesetz, das heute verabschiedet wird. Dieses Gesetz ist das Kernstück des Handlungskataloges, den die Enquetekommission verabschiedet hat. Es ist deswegen das Kernstück, weil es ein entscheidendes Handlungsinstrument auf landespolitischer Ebene gegen die Verwahrlosung von Wohnraum ist. Andere Handlungsinstrumente hat die Enquetekommission ebenfalls identifiziert und teiligt auf Bundesebene. Mit diesem Gesetz geben wir den Kommunen ein dringend benötigtes Werkzeug an die Hand, um endlich wirksam gegen Vermieter vorzugehen, die ihre Wohnungen bewusst willentlich vernachlässigen. Die Kommunen können also schärfer gegen Verwahrlosung handeln. Und da haben Sie recht, Herr Fussem, das Instrument steht den Kommunen zur Verfügung. Sie müssen es auch umsetzen. Die Signale aus den Kommunen sind aber in der Anhörung, und das haben Sie auch gehört, genauso gewesen, dass die Kommunen gesagt haben, es ist gut, dass wir dieses Instrument haben, und wir wollen das auch umsetzen. Also das Gesetz ist ein wesentlicher Ausfluss der Ergebnisse der Enquetekommission, und uns ist natürlich vollständig bewusst, dass es auch andere Handlungsinstrumente, Regelungen und Handlungsnotwendigkeiten gibt, auf die wir auch noch reagieren. Der Katalog ist umfänglicher gewesen. Wir werden den auch zusammen umsetzen. Aber ich glaube, keiner dieser Handlungsvorschläge greift so zentral an wie dieses Gesetz. Im Zentrum des Gesetzes und damit der politischen Aufmerksamkeit stehen diejenigen, die unter Missbrauch ihres Eigentums Menschen, die in Not sind, nicht funktionierende Wohnungen vermieten. Und Sie haben das eben ja auch gesagt, Herr Fussem, es gibt Beispiele in Nordrhein-Westfalen, die insbesondere in letzter Zeit noch mal intensiv diskutiert worden sind, wo das der Fall ist. Es gibt zahlreiche Beispiele, nicht nur in Dortmund und Duisburg, wie Sie das eben erwähnt haben. Ich war in Mönchengladbach, ich war in Wuppertal in einer komplett verschimmelten Wohnung. Das ist verantwortungsloses Handeln von Wohnungseigentümerinnen, was man an dieser Stelle sieht. Ich finde es deswegen falsch, und das will ich auch noch mal in Richtung der CDU sagen, die ja dem Maßnahmenkatalog der Enquetekommission nicht zugestimmt hat. Ich finde es deswegen falsch, das Augenmerk jetzt allein auf eine besonders zugespitzte Situation zu lenken, auf die das Gesetz auch eine Antwort formuliert hat, nämlich die besonders zugespitzte Situation der EU-Binnenwanderung, die einzelne Städte in Nordrhein-Westfalen betrifft und wo in der Tat auch die Problematik noch mal am augenscheinlichsten zutage tritt. Aber lassen Sie uns nicht vergessen, es gibt viele Mieterinnen und Mieter in Nordrhein-Westfalen, die sich auseinandersetzen müssen mit Wohnungen, mit Vermietern, die zum Teil in kurzen Abständen wechseln, mit Hausverwaltungen, die nicht ansprechbar sind, mit Wohnungen, die in einem nicht funktionierenden Zustand sind. Die Spitze dieses Eisberges ist für mich immer die Wohnung gewesen im 7. oder 8. Etage eines Hochhauses ohne funktionierenden Aufzug über mehrere Monate, in der eine alte Frau festsaß. Das sind Zustände, die können wir nicht dulden, die wollen wir nicht dulden in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen sagen wir den Kommunen, ihr habt hier ein Instrument in der Hand. Und Herr Fussem, ich will nur auf eins hinweisen, weil die CDU ja das auch immer wieder vorträgt. Wer so handelt in einem Stadtquartier, der fasst jedem Einzeleigentümer mit einer Immobilie in diesem Quartier in die Tasche. Der sorgt genau dafür, dass ordentliche Vermieter und Vermieterinnen, die zum Glück die überwiegende Mehrzahl in diesem Land darstellen, dass diese Menschen nicht investieren in ihren Bestand. Und wir haben es in Münster Kinderhaus gemeinsam besichtigen können, wo ein großer privater Investor gesagt hat, mit diesem Wohnungsunternehmen an der Sayas den ganzen Stadtbezirk, das ganze Stadtviertel runterwirtschaftet, werde ich nichts investieren. Wir sorgen also dafür, dass ganze Quartiere niedergehen. Wir sorgen dafür oder sorgten dafür, wenn wir dieses Gesetz nicht machen würden, dass das Geschäftsmodell Hartz IV
das an der Stelle gemacht wird, reibungslos funktioniert. Das wollen wir nicht, und darum haben wir gesagt, wir wollen klar handeln. Mit diesem Gesetz ist ein entscheidender Schritt nach vorne getan. Ich empfinde übrigens Ihre Haltung in Richtung CDU gesagt im Entschließungsantrag auch als Rumgeeiere an der Stelle, weil Sie zwar einerseits einräumen, dass ein Problem da ist, andererseits aber nicht bereit sind, den Schritt mitzugehen. Frau Dankeschön. Kollegin Schneckenburger, tun Sie mir bitte einen Gefallen. Ich habe versucht, Sie zu unterbrechen. Das ist mir nicht ganz gelungen. Herr Kollege Alder wollte Ihnen eine Zwischenfrage stellen. Würden Sie die jetzt ausnahmsweise am Ende noch zulassen? Ja, ja, auch am Ende. Zwischenfragen auch am Ende, heute. Ja, drücken Sie sich alles. Präsidentin, danke. Liebe Frau Kollegin, ich danke auch Ihnen, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Könnte es sein, dass ich den Eindruck gewinnen konnte, dass Sie das alles ziemlich allgemein meinen? Also diese ganzen Vorwürfe gegen Vermieter so pauschal, ist das wirklich allgemein gemeint, gegen alle Vermieter? Oder könnte es auch sein, dass die andere Seite das ist? Ja. Sehr geehrter Herr Kollege, ich weiß nicht, wo Sie allgemeine Vorwürfe gegen Vermieter gehört haben. Ich habe im Gegenteil gesagt, und ich kann es für Sie auch... Ich kann es für Sie auch gerne noch mal wiederholen. Ich habe gesagt, die überwiegende Anzahl der Vermieter und Vermieterinnen in Nordrhein-Westfalen sind ordentliche Vermieter, die ordentlich handeln und die ihren Bestand in Ordnung halten. Und dann haben wir einzelne Wohnungsunternehmen, finanzinvestorengetriebene Wohnungsunternehmen, die das nicht tun. Und das ist unser Problem. Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine Situation, dass Wohnungsbestände im großen Paket verkauft worden sind. Teile davon werden immer weiter verkauft an namenlose, unbekannte Fonds, die nicht bereit sind, Verantwortung vor Ort zu übernehmen. Ganz im Gegenteil zu vielen, vielen Vermieterinnen in Nordrhein-Westfalen. Das ist unser Problem. Und darauf richtet sich das Gesetz. Und darum ist es auch so, dass ein private Vermieter und Vermieterin mit größeren Beständen in solchen Quartieren oder auch mit Einzelbeständen in Quartieren sagen, danke, dass ihr was tut, denn ich möchte meine Immobilie weiterhin in Ordnung halten. Ich möchte dafür sorgen, dass es ein ordentliches Quartier ist. Und danke, dass ihr was tut und dass ihr dafür sorgt, dass nicht das ganze Quartier am Ende brachfällt und auch mein Bestand damit Schaden erleidet. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Schneckenburger, für den doppelten Gefallen.